Willkommen am Donnerstag und willkommen zu einer neuen Folge. Mittwoch fehlt, gestern war ich nicht da. Hatte gestern Abiball. Ich habe immer noch den 926 kompakt geladen, den ich am Dienstag in Bechtheim geladen habe. Den habe ich immer noch geladen. Und der geht jetzt raus nach Ludwigshafen. Ich weiß es noch nicht 100%, aber zu 80% weiß ich es in etwa, dass der wieder in die Yorkstraße muss. Yorkstraße ist die Straße, wo wir immer dann entgegengesetzte Einbahnstraße rausgefahren sind. Da werde ich jetzt wieder hinfahren. Das hat mein Fahrzeug eben schwer ins Ruckeln gebracht. Irgendwas stand auch mit Feststellbremse betätigen, aber ich weiß nicht genau, was es war. Egal, bin Ludwigshafen, bin demnächst an der... Sorry, ich hoffe, man hat mich gehört. Bin in Ludwigshafen, muss noch die Unterführung da vorne durch und dann bin ich quasi schon an meiner Baustelle. Alles noch recht ruhig heute Morgen. War mir beinahe klar. Moin. So, bin echt gespannt, wie es hier aussieht. Echt gespannt, wie es hier aussieht, hier drin, in der Baustelle. Gar nicht, muss ich auf die linke Spur? Ich weiß es gar nicht mehr. Die rechte Spur. Ah ne, ich kann auf beiden Spuren bleiben, okay. Okay. So, muss hier vorne rein. Danke. Gut so, dass ich so rumgefahren bin. Weil hier ums Eck wäre ich wieder nicht rumgekommen. Das war der frühere Weg quasi. War schon immer alles zugeparkt. So. Ja. Alles beim Alten, würde ich sagen. Aber die Einfahrt ist andersherum. Aber immer noch so scheiße steil. Immer noch so scheiße steil. Gleich raus, muss ein bisschen hochheben. Oder? Alla, komm.
Augenblick. Thank you.
Weg raus machen, weil irgendwann, ich denke kurz nach 7, wird die Praxis hier vorne öffnen. Es ist 15:15. Ich fahre auch raus und fahre dann, alle haben laut meine Scheiben so an. Ich fahre raus und fahre vorne, wo dieser, kurz vor der Kreuzung. Da stelle ich mich nochmal rechts hin und mache Fahrniveau. Ach, irgendwas habe ich wieder vergessen, der lenkt nicht mit. Schnell, schnell, mach mal schnell. Nicht mehr die Hälfte vergessen. Bolzenverriegelung war nicht zu. Also war schon zu. Aber die Hebelstellung stand so zum Bolzen öffnen. Und wenn du dann drückst hier, dann machst du nur die Bolzen auf und zu. So. Natürlich hoffen, dass hier vorne keiner drin steht. Wo ich noch mal kurz halten will. Alter, warum drehen meine Reifen durch? Also. Kommt natürlich einer da, ne? Ich fahre hier neben dran. Hier neben dran ist auch noch Platz. Auch hier meine Fahrstellung. Komm nur. Ich bleib hier stehen. Danke. Jede Menge Sand im Schuh, läuft. So. Attacke. Ja, muss kurz warten. Nicht leid. So, da kommt auch keiner. Ja, was ist denn hier los? Weiß treiben. Zu Hause anrufen, mal fragen, was Sache ist. Rammstein könnte auch sein, dass ich Rammstein räume jetzt. Städte 726, Planierraub und Städte Cut 323. Die stehen da. Mal gucken. So, Waldfischbach. Hör mal, die Fernbedienung, okay, die ist schon rot aus, ist schon weg, ist schon aus quasi. Weil ich hier vorne am Kreisel denke, ich brauche ich die gleich wieder. Thank you.
für was habe ich sie denn? Ich weiß nicht, ob ich sie zwingend gebraucht hätte. Parken. Der Bagger schafft er noch. Was soll der Mist? Was soll denn der Mist jetzt? Soll der Bagger holen und der Bagger schafft noch. Vielleicht ist er gleich fertig. Wenn nicht, warte mal halt ein bisschen. Alles gut. Sogar kurz beim Hundetraining geholfen. Ah, bin ich ein Typ, ey. Ja, ich halte zum Maul. Drehe ich kurz. Kurz raus. Mal gucken, was hier noch geschafft wird, aber das sieht fertig aus, ne?
hat mal die Wattiefe getestet bei den Fahrzeugen. Panzer runter gefahren. So, da wo das Fahrzeug rauskommt, da muss ich rein. Die werden alle weggeladen. Was soll er denken? So, kann ich ja ohne drin drehen irgendwo. Ja, ich fahre rückwärts runter. Gucke, was der Kollege hinten dran macht. Er will futtern gehen, okay. Dann soll er das machen. Oder nicht. Bleib hier wieder einfach Mitte drin stehen und lad ab. So mag wie das. Gut. Ja. Ich schnall, oder? Doch, ich schnall mich an, sonst piepst der eh wieder nur der blödeste Gegend. So. Schon. Danke. So, muss da mal raus. Tiefbett hochheben. Sorry. Muss hochheben, weil dahinter, wie gesagt, da haben sie die neue Brücke gemacht.
Tür stiegt quasi, dass jetzt die LKWs drüber fahren dürfen. Aber ist halt alles irgendwie nicht so, wie soll ich sagen, es ist halt gemacht, aber ja, das hier links, beziehungsweise links war noch eine Erhöhung von guten 15 cm. Ja, also das ist jetzt hier gute 50 cm höher, würde ich sagen, vielleicht sogar mehr. Ich bin gerade irgendwas kaputt gefahren. Oder hast du geschaltet? Keine Ahnung. Da hinten steht der Bagger. Auf jeden Fall, wenn ich halt nicht hochhebe, reiße ich die neue Brücke nieder quasi. Habe ich mir nichts kaputt gefahren. Au. So, gut. Also das Bohrgerät ist auch weg. Der stand gestern noch hier. Oder vorgestern. Wann habe ich den Bagger gebracht? Vorgestern, ne? Ja genau, gestern war ich gar nicht da. Blöd, Mann. Dienstag quasi. So, ich gucke, wo die Bohrpfähle sind, nicht, dass ich mir den Reifen kaputt fahre. Dann komme ich da hinten wieder raus. Ich könnte auch hier hin auf dem Asphalt drehen. Genau, das mache ich auch, glaube ich. Hier auf dem Asphalt drehen und dann vorwärts wieder hier reinfahren, dass ich wieder gerade Richtung Brücke komme. Ja, dann mache ich das. Da käme ich doch von, nee, lieber nicht. Das ist alles so scheideneng. Seite, so dass man die Durchfahrt frei ist hinne. Gut, soll mir passen. So, und mal kurz telefonieren. Augenblick. Heute Morgen in den Völklingen. Arbeitstag. Nicht nur für die Woche, sondern wie schon gesagt, ich habe dann auch Urlaub. Warte. So.
So, mal gucken, irgendwo da rechts steht noch die Walze. Ich weiß nicht genau wo, weiß auch nicht, ob ich noch reinfahren kann oder nicht, oder... Keine Ahnung. Jo. Na, Betonmischer fahren auch noch hier rum, okay. Ah, der wird schon schwarz gemacht dahinter. Da wird schon schwarz gemacht dahinter. Gucken, wo das Teil steht. Bei dem bleibe ich hier vorne dran stehen. Da ist noch Platz, oder? Wo steht denn die Walze? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Wo steht die Walze? Ja. Versteht sich hinter dem Container hier irgendwo? Oder kommen mit Grün? Jetzt die Walze ab hier. Dann lade ich den 336. Ich werde dann jetzt mit dem Tieflader fahren. Ich werde auch den Löffel, der dran ist, nehme ich mit. Ich werde ein paar Gramm drüber sein. Also 336 habe ich schon öfter gefahren, da habe ich noch eine Tonne Luft. Wenn der Löffel dran ist, wie gesagt, ich werde ein paar Gramm drüber sein, aber ich sattel jetzt nicht extra um. Er geht nach Laudern in die Vogelweh, wo die Highschool wegkommt, dahin, und dort nehme ich dann einen Radwagen, der muss dort stehen, den nehme ich dann wieder mit hierher.
ja, da geht's rein. Mitlenken, sonst wird das nichts. Pass ich da durch? Guck mal, ob ich Tor aufkriege. Oder geht das elektrisch? Alles, was man hier sieht, die Gebäude kommen alle weg. Mach die Bremse auf, ey. So. Irgendjemand plant, wo der hin soll? Hinten aus, oder? Ja, fahr nochmal hinten raus. Ich weiß ja nicht, wann der in den Einsatz kommen soll. Du stehst dann bloß im Weg. Ja, alles gut, okay. Ganz durch, hinten rechts. Da muss ich leider über die Kabelpulle drüber. Ja, kriegen wir schon. Ah, jetzt kommt alles. Alles die ehemalige, weiß nicht, was es war. Highschool oder so. Kommt alles weg. Klimaanlagen. Jede Menge Klimaanlagen. Und was für Drummer hier. Das Kabel hängt aber, meine ich das nur, oder hängt das sehr tief? Da vorne. Ich meine, wir hätten Gestelle zu Hause, wo man Kabelbrücke, also wo du eine richtige ordentliche Kabelbrücke machen kannst. Warum wir das nicht hierher tun? Wenn es gleich brutzelt. Entschuldigung. Alter, soll ich da hin herumfahren? Das ist schon. Ist. Dann habe ich Kabel runter. Habe ich Kabel gezogen?
schießt denn in dem Spiegel? Alter, was denn? Was eine Zufahrt. Mal kurz hoch ein bisschen, nicht, dass ich dir die Überfahrt, wie die Dinger heißen, mir fällt es nicht ein. Keine Ahnung. Fahr da hin.
quäle mich gerade durch Ludwigshafen. Aber eigentlich geht's noch. Also quälen ist arg übertrieben. Ja, es läuft richtig gut, würde ich sagen. Bis jetzt. Schon so lange nicht mehr gefahren. Ich glaube, ich muss gleich auf die linke Spur. Kann das sein? Ja. Das ist so. Das ist so. Krankenwagen, aber Alter, du bist ein voll blöd Hammelgesicht. Also so ein saublöder Typ, oder? So ein saublöder Typ. Vorgestellt. Eieieiei. Super, das ist.
Toto. Im Lauf ein bisschen schneller mit dem Wauzi. Okay, ist recht. Ich nehme alles zurück. Komm ich doch mit Bagger später. Wirklich, es kriegst jeden Tag gezeigt, die Doofheit des Menschen ist unendlich. Das ist echt so. Sorry. Geh ein bisschen anheben. 10 vor 6 haben wir es schon. Es ist halt auch Freitag, ne? Freitag ist immer. Oh, reicht das mit meinem Heck dahin? Ne? Ja, reicht. Freitags ist ja immer ein extra langer Tag, keine Ahnung. Lade den Bagger jetzt noch ab hier. Fahrzeuge, die noch nicht stehen. Bleib stehen, der Kollege. So, hab abgeladen. Der Bagger steht hier vorne links. Mache jetzt noch ein bisschen Saustall sauber hier und dann, wie gesagt, Feierabend. Vielen Dank fürs Zusehen. Es hat etwas Spaß gemacht. Wie immer. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, habt Spaß. Haut rein, genießt die Ruhe. Schönen Urlaub, was auch immer. Ciao.